Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Dreh dich mal um. Ich sag mal die Wahrheit. Ich bin ein Hexer. Du wunderst dich über meine Schwerter, ja? Das eine ist für Monster, das andere für Menschen. Und ich habe nur einen Schwanz, klar? Berühre ihn nicht. Sieh ihn nicht mal an. Er ist schlimmer als ein Leprakranker. Sah mal einen in Aktion. Legt ein halbes Dutzend um. Überall war Blut. Der Mutant hat nicht mal geschwitzt. An ihm klebt der Gestank des Todes. Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Dieses Landei hat... Buch und Söhne verstecken immer jemanden. Achso, darf ich jetzt mit ihm reden? Danke, dass du mit diesem Schwein keinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Okay. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Komischer Typ, aber wir haben jetzt ein paar Informationen. Und wir suchen jetzt nach Hendrik. Pferd? Achso. Plätze! Oh, Plätze hat sich hier gerade so einfach hingestellt. Lustig. Oha. Ach nee, hier lang. Ja, schwör mal. Wow. Hier lang? Okay, damit sind wir auf der Spur nach dem Agenten namens Hendrik. Damit wir ein bisschen mehr über Ciri erfahren, wie sie sein soll. Das soll ja der Sinn dahinter sein. Ich will es mal kurz hier anhalten, dann kann das Pferd ein bisschen mehr sich aufladen. Mal gucken, was hier so in der Umgebung noch ist. Ach ja, das ist ja die Umgebung des... Hier ist ja nichts. Ne? So. Ach, das Pferd lädt sich natürlich nicht auf, wenn man die Map öffnet. Ja, das ist natürlich cool. Warum ist es immer noch... Ach so, wenn man auf dem Pferd ist, dann hat man natürlich nicht das... Immer nur dieses Zeichen scheinbar. Das ist das Örtchen, wo er sein soll? Lol.
Da waren wir doch vorher mal drin gewesen. Also, hier wird auch angezeigt. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Ich durchsuche mal die Hose. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif. Als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Aha. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Haben wir gehört. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zum Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Durchsuche die Hütte des Agenten mit Hilfe deiner Hexersinne. Oh, es ging schnell. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Ah, eine Falltür. Oh, und der Schlüssel passt. Oh, und sie geht auf. Ich sollte vielleicht da nicht runterspringen, sondern die Leiter benutzen. Der geheimnisvolle Keller. Vermisst. Tamara Strenger, Tochter des blutigen Barons, vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Oh. Dann, vielleicht finde ich sie ja. Interessant. Was ist so interessant? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Da, dass er hier... Machen wir dann Igni hier rein, ja? Igni. Oh, das ist schon sehr gruselig, dass ich weiß, welches Zeichen für... welches Zeichen das Feuer alles auslöst, ja so. Das ist sehr gruselig, weil ich eigentlich mit Zeichen nichts... nichts am Hut habe. Hallo? Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack, fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Passt ja auch zu Geralt, aber wahrscheinlich Ciri. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter, oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron im Krähenfels. Mhm. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Das sind wahrscheinlich jetzt 4 Quests, die wir bekommen. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron... Und eine Hexe. Verdammt. Oh mein Gott. Gut, da war kurz mal, findet die Hexe. Also nehme ich mal an, dass ich jetzt 4 solche Dinger bekommen habe. Läuft keine Verbindung abgeschlossen. Hexenjagd.
Blutige Baron, die ist übrigens angemarkert gerade. Dann schauen wir mal, unser Questlog. Wir haben da wahrscheinlich ziemlich viele geile Scheiße bekommen. Blutiger Baron, Hexenjagd und Scheiter auf mit Novigrad. Besuche Triss in ihrem Haus. Oh, geil, Stufe 10. Oh, nee, ich will Triss sehen schon. Das ist schon geil. So, finde heraus, ob Ciri sich in Velen befindet. Achso, ein blutiger Baron und Hexenjagd ist dann jetzt so diese Velen-Quests-Gedöns. So, Nebenquests. Was haben wir hier noch? Du kannst hier nicht vorbei, deine Mutter kann hier nicht vorbei. Novigrad Stufe 7. Was hat der denn passen, wenn man einen Panda erlaubt? Moment, aber heißt das dann, dass ich doch von der anderen Seite das mit Gewind machen kann? Weil ich überlege jetzt mal gerade, nur zur Überquerung des Pontas. Wo war denn hier nochmal die Stadt? Wo ich das Problem hatte? Hier. Also ich vielleicht hier zur Überquerung auf dieser Seite. Aber ich mega den Umweg machen könnte hintenrum. Ich bin mir da nicht so zu 100% sicher, aber ich könnte vielleicht hier diesen Umweg darüber machen. Oder einfach mal durchs Wasser schwimmen oder so. Oder hier lang einfach mal gehen. Das wird zwar ein bisschen dauern. Aber dann könnte ich hier hinkommen und diese eine Nebenquest machen. Und das mit Novigrad, dass ich hier halt... Ja, ich mag ja mal kurz, ich mag ja mal kurz die Quest an mit Triss. Damit ich weiß, wo Novigrad ist. Ja, was habe ich mir nämlich gedacht, dass das Novigrad ist. Und dieses mit dem Novigrad, ja, hier so bla 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 bla. Wahrscheinlich kommt man von der anderen Seite hier rein. Aber ich will es auch irgendwie nicht versuchen. Weil, ne? Boah, wir können es doch eigentlich mal machen. Aber Gewinn, Novigrad, Gewinn ist... Achso, weil das Gebiet Novigrad ist, ne? Das ist natürlich auch Quatsch. Ja, mit dem Blockade auf der Übergang des Pontes erreicht und Hexe daran. Die Wachen weigern sich, den Fluss ohne einen von zu überqueren zu lassen. Das ist nur die Frage. Ich versuche das mal mit dem Gewinn-Shit. Dass ich da von der anderen Seite irgendwie reinkomme. Also von hier. Das heißt, ich müsste einmal hier hin, damit ich halt einen Übergang habe. Komme ich jetzt hier wieder raus? Ach, da. Ne, da ist der Ausgang. Da das ziemlich weit weg ist. Da kommt plötzlich.
Und es ist... Oh, es ist Regen. Gewitterregen. Gewitterregen, auch nicht schlecht. Oh, wie man die Blitze aussieht. Und wie sich die Bäume verbiegen. Shit. Ekliges Wetter. Nein, M. Doch, das ist richtig, so muss ich ja gehen. So, was machen die hier? Ach so, das ist immer noch hier. Da falle ich jedes Mal drauf rein. Ich kann mich ja, wenn halt es nicht so ist, Gott, dann kann ich mich ja immer noch irgendwie bei diesen Schnellreisegedöns bewegen. Und ich will das unbedingt mit dieser einen Nebenquest machen. Haben wir hier denn hier irgendwie was Fragezeichenmäßiges? Nö, das sind einfach nur Gegner. Guten Tag. Arm ab, Kopf ab und alles andere auch noch. Ich kann nichts looten. So, den konnte ich nicht looten. So, zack, hier ein paar Gehirne. Der ist auch nicht lootbar. Und dieser Haufen ist noch lootbar. So. Supi. Dann würde ich zurück zu Plätze gehen am besten. Die sollen nicht so allein im Regen stehen. Ja, wir müssen hier alles aufräumen, ne? Verdammt. Da ist der Letzte. Wie, auch hier aufgeräumt. Das gefällt mir. So, Plätze. Geht weiter. Hey. Ja, lol. Spring mir rüber. Lass rüber springen. Beweg dich. La la. So, jetzt die Frage. Die Quest mich hier lange weiterleiten, ja, logischerweise, weil hier, ne, der Weg und so, aber das will ich ja nicht. Ich will nach da oben. Hey! Boah, Plätze! Schneller! Los, los!
Achso, nee, die neue Markierung, Anschlagbrett. Ja, da waren wir aber schon, bei dem Anschlagbrett scheinbar. Reiten wir mal über die Zelte rüber. Auch nicht schlecht. Los, lauf! Woher kommst du? Absteigen, Anschlagbrett nochmal kurz mitnehmen. Eine Seuchengefahr, Beerdigung gibt es nach der Unruhen, okay. Schwerstunde nach Einbruch der Dunkelheit. Lagerwache. Und Auftrag! Schneller! Das ist super, Auftrag. Oh Gott, Plätze! Die Brücke ist gesperrt. Warum? Weil König Radovid es befohlen hat. Ich lasse niemanden durch, der keinen Passierschein hat. Wer stellt die Passierscheine aus? Was geht dich das an? Leute wie du kriegen sowieso keinen Passierschein. Du bist der falsche Typ. Bisschen Geld? Oder lieber ein bisschen zaubern. Das könnte aber auch fehlschlagen. Das war jetzt nämlich aus einem weiten Teil. Da ist das durchaus auch mal fehlgeschlagen. Ein bisschen Geld. Leute wie ich haben ihre Methoden. Sie müssen nur wissen, wo sie hin müssen. Ah, das ist was anderes. Offizielle Passierscheine werden von den königlichen Beamten ausgestellt. Inoffizielle gibt es also auch? Mhm. Schmuggelware sozusagen. Schwarzmarktproblem. Frag die Leute bei den Übergängen. Mach ich. Bis dann. Lol. Dieser Weiße. Ja, ich denke, damit habe ich doch, glaube ich, eine Quest-Aktualisierung. Alter. Bestimmt. Bei. Hier bekommen. Ja. Ah, da haben wir zum Beispiel dieses Problem. Wenn wir dann lösen, dass wir da nicht rüberkommen, dann können wir auch gleich eigentlich den richtigen Weg gehen, denke ich. Dann müssen wir nicht hier rüber, sondern können wir auch da hinten, wo wir das erste Mal abgeblockt wurden, rüber. Und dann können wir da diese eine Nebenquest da schon mal abschließen. Da bin ich recht glücklich drüber. Was? Wer hat es gesagt? Du da? Du bist mein Mann. Hast du Interesse an einem Passierschein? Oh ja. Hier gibt es die billigsten. Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht. Die Redanier halten alle Pforten über den Panta. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück. Ich habe noch ein paar zu verkaufen. Gib mal her. Wie viel kostet das? Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? 100 haben wir doch bestimmt. Hoffentlich ist der Schein so viel wert. Das war die richtige Entscheidung. Wirst sie nicht bereuen. So. Damit haben wir das Problem gelöst. Der hat aber noch irgendwie eine Quest, scheinbar. Ich will jetzt aber gerne mal in mein Inventar gucken. Ach, guck mal. 255. Da haben wir doch noch viel. So, was ist mit dir jetzt noch? Na los. Mach, dass du weiterkommst. Du verscheuchst mir die Kunden. Irgendwie hat es noch ein Ausrufezeichen gehabt. Ach! Ah, das ist jetzt aber mal weg.
Verwende den Passierschein, um den Ponta zu überqueren. Ja, ach, dann muss ich das hier machen. Nee, ich kann es doch da machen. Kann ich das mit V wechseln? Ach nee, wahrscheinlich, weil das dicht da drin ist. Aussitzenplätze, wir reiten zum anderen Punkt. Da. Weiter so, Plätze. Ich glaub's ja wohl selber nicht, dass du das glaubst ja wohl selber nicht, Banditen. Scheiße, da kommt noch einer von hinten. Oh, und ich hab mich gesaved. Gut, die besiegen sich, lassen sich aber sehr gut besiegen. Alter! Mein Abgang. Die lassen sich ganz gut besiegen, aber ich habe halt nicht gesaved, deswegen dachte ich so, wenn ich jetzt verkacke, dann muss ich den ganzen Shit mit dem Passierschein nochmal machen. Aber es ist cool, dass ich trotz dessen, dass ich weiß, dass ich in sowas immer sehr inkompetent bin, sowas herauszufinden, ohne wirklichen Hinweis. Habe ich das doch recht gut gemeistert. Hier waren wir doch schon mal. Hier waren wir doch schon mal. Waren hier nicht diese ganzen Banditen, die uns so übelst weggefickt haben? Wir sind immer noch welche im Wald. Vielleicht hat da irgendwer von denen Schlüssel. Nö. Oh, das ärgert mich jetzt aber ein bisschen. Das ist so ärgerlich. Das hier nicht angreifen. Kannst du dieses Tier nicht angreifen? Hä, warum kann ich. Lol. Ach, vielleicht kann ich ja trotzdem mit dem reden. Reden, reden, reden. Es ist nicht möglich, mit diesem Kaufmann zu reden. Ja, die Truhe ist auch nicht benutzbar. Wir waren hier schon mal. Stimmt. Das ist hier echt dieser Punkt, wo man so. Sieht nach Regen aus. Ja. Das ist echt dieser Punkt, wo wir damals so weggefickt wurden wahrscheinlich. Ja, dann können wir leider denen nicht helfen, weil wir immer noch nicht, weil wir immer noch nicht hier mit Schlüssel haben. Und dann gehe ich aber mal erstmal hier hin. Ach ja, und hier ist diese eine Buggy-Höhle, ne? Die, genau, diese Höhle, die halt nicht funktioniert hat, weil ich habe die ausgeräumt und die ist halt immer noch da. Oh, wir könnten theoretisch mal hier einen Abstecher vorbei machen, ne? Bei dem hier. Den Monster. Ah, aber wir haben keine Bomben. Bringt nichts. Stimmt. Vergesse ich jedes Mal. Oh. Hallöchen. Euch da unten nehme ich noch mit. Schalala. Huch, oh, ist, der Weg sah halt so aus, als wäre er kein Weg. Boah, geil. Einfach mal so Sachen auf dem Weg mitnehmen. Warum nicht? Ich kann's halt, ne? Ja genau, ich gehe halt eben jetzt nach da oben, weil ich kann halt hier jetzt nicht mit V das wechseln, das ist schade. Ich gehe halt hier nach oben. Das müsste das Monsternest sein, ne?
Nee, das ist es noch nicht. Das, die kann ich nochmal besiegen. Weil da oben ja gleich auch die eine Quest mit dem Gwyn-Spiel ist. Scheiße, das ist ein Bär. Na egal, den machen wir fertig. Na, und das will ich ja, das Gwyn-Spiel will ich machen. Weil es geht ja um die Karte. Um die wichtige. Aber das alles und viel mehr machen wir erst nächstes Mal. Ich werde hier neben Plätze. Ich werde nochmal meditieren. Das können wir jetzt nochmal schnell machen. Zack. Ich bin mega happy. Merkt man vielleicht auch ein bisschen, dass ich diese Quest endlich fertig habe da und zumindest weiß, wie man jetzt über den Ponta kommt. Das wäre halt noch ein Problem gewesen, wenn es halt Richtung Novigrad geht, weil dann hätten wir ja genau. Wären wir ja genau auf dieses Problem wieder gestoßen. Das ist gut, dass ich das jetzt gelöst habe. Und dann werden wir beim nächsten Mal weitermachen.